So, meine aktiven Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir testen heute wieder einen neuen Charakter bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, wie gesagt, diese Charaktere kann ja nicht jeder spielen, sondern nur, wenn man so ein Menü hier hat, was ich hier habe. Das ist das Debug-Menü, das kann sich jeder ganz normal downloaden. Ich habe dazu auch schon ein Tutorial gemacht. Einfach abchecken in meine Tutorial-Playlist, würde mich freuen. Genau, und wir spielen, wie gesagt, hier heute Kui. Wir testen ihn in ein paar Kämpfen. Was soll ich sagen? Genau. Und wir gucken mal, was, wie sich Kui im Kampf oder wie, wie heißt es, schlägt. Und gucken wir einfach mal. Genau, ich brauche jetzt erstmal hier einen Gegner, Mensch. Ich suche die ganze Zeit wie ein Esel, genau. Aktivieren, genau, auf. Na, wir wollen den Gegner nicht mit One-Hit killen. Genau, Kui hat natürlich gegen Vegeta gespielt oder gekämpft, er gesagt. Dann nehmen wir doch mal Vegeta als Gegner. Level 1 natürlich, damit das auch schön fair bleibt. Wir haben einmal Angriffsblaster, No-String-ID, Meteor-Crusher und nochmal die No-String-ID. Das sind meistens dann solche Attacken, auch wenn ich jetzt auf X drücke. Zack. Das. Oh, er greift nice an. Dann haben wir natürlich noch den Meteor Crusher. Gut, das ist dann halt auch so eine ganz normale Attacke hier. Ja, der Angriffsblaster ist eigentlich so wie das, so wie fast jeder Charakter es eigentlich hat. Bei Kui haben wir einfach nur schnell, sage ich jetzt mal, so gesagt, so. Egal, wir geben die einfach mal irgendwelche random Moves. Ja, aber die werden so noch coole Attacken geben können, wie, oh, Lord Freezer und dann diese Keybällchen, das wäre cool gewesen, auf jeden Fall. Aber wieso greifst du nicht an, Vegeta, Mensch? Bakana! Was schade ist, wir können leider Gottes nicht, beziehungsweise leider Gottes können wir nicht diese Leiste da aktivieren, also ich kann mich jetzt nicht. Leider Gottes geht das nicht, wie gesagt, ich versuch's ja schon, aber leider Gottes können wir uns nicht hier awaken oder in diesen Mode reingehen. Sehr schade, ich find's sehr, sehr schade, aber wenn Bandai mal irgendwann sagt, so, ja komm, wir machen jetzt diese Charaktere lieber, dann vielleicht. Dann wäre schön. So, wir können ja mal gucken, wie gesagt, Kui ist ja, wie gesagt, nicht ein Charakter, der jetzt unbedingt so wow ist. Deswegen spielen wir natürlich noch einen anderen Charakter natürlich. Machen wir natürlich sofort, nachdem wir Vegeta gekillt haben. Gut. Kui ist cooler Charakter. Ich bin froh, dass er ein Spiel ist. Ich weiß nicht, wie findet ihr ihn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Genau. So, wir spielen als nächstes. Nach Kui kommt Zaban und Dodoria kommen in den Einzelvideos. Die sind nämlich echt nice. Die Ginyu Force werde ich alle zusammen wahrscheinlich spielen. Also weit weggehen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Wen nehmen wir? Sag mir diese. Beerus, Pirat, Bonyu, Alien. Genau, wir nehmen mal den Alien. Der passt nämlich eigentlich auch noch ganz gut dazu. Ist ja sozusagen so ein Freezer-Soldat, kann man so sagen. Ja, genau, den können wir nochmal spielen. Mal sehen, was der so drauf hat. Als Gegner nehmen wir da mal. Wen nehmen wir als Gegner? Komm, wir nehmen einfach mal Shosu. Wir haben hier wieder Spiralschuss, Sturm, Kick, No String Idea. Erste Attacke. Und die zweite Attacke, habe ich mir gedacht. Ja, aber dieser Freezer-Soldat zieht mehr als Dingens da, ne? Coole Attacke. Oh, sehr cool. Bam, 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 bam. Bam. Wir können auch. What? Was ist denn das für eine Attacke? Cool. Nicht so heftig. Ich
Okay, Spiralschuss, coole Attacke. Also ich finde, dieser Füßersoldat ist besser gemacht als cool. Obwohl dieser Füßer-Armee-Soldat ja eigentlich so ein random Charakter ist, den wir eigentlich jedes Mal bekämpfen können. Die Attacke ist echt nice. Zack, zack, zack. Sieht doch mega schön aus. Wie findet ihr die Attacke? Schreibt es in die Kommentare, bitte. Und ja, wir werden natürlich zum Schluss auch nochmal Shazoo und sowas testen. Aber wie gesagt, Shazoo kann ich ja auch so spielen. Und wir werden die auch nochmal testen. Wie gesagt, keine Sorge. Bam, 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 bam. Geile Attacke. Aua. Echt? Toll. Okay, das können wir einsetzen, diesen Boost. Okay, nice. Komm, Sturmkett, geh. Gib ihm. Wie viel Schaden der macht. Hammer. Cool. Gefällt mir sehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie findet ihr die beiden Charaktere, die wir in diesem Video getestet haben? Heute wird es mal ein kurzes Video, aber im nächsten Video machen wir auf jeden Fall wieder länger, denn Dodoria ist hammercool und Dodoria werden wir auf jeden Fall nächstes Mal spielen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.